Und einen Ausfall gibt es bei Jordan. Ralf Schumacher fährt in die Boxengarage. Ja, der Flüssigkeitsverlust haben wir schon beobachtet. Da ist wohl was ausgelaufen. Und Jacques Villeneuve ist dran. 0,308 der Abstand. Marc, so haben wir uns das vorgestellt. Rad an Rad, genau. Mann gegen Mann, Taktik hin, Taktik her. Alles hat funktioniert. Jetzt, so langsam aber sicher, erleben wir in Andalusien den Showdown, von dem wir geträumt haben. 22 Runden sind noch zu absolvieren. Warum ist Michael so langsam? Das hat einen schlechten Satz Reifen erwischt oder schont er einfach seine Reifen, fährt nur so schnell wie nötig. Nochmal zur Erinnerung, Villeneuve muss vorbei, will er Weltmeister werden. Kollidieren die beiden bei dem Unterfangen. Angriff! Achtung! Das reicht nicht, es kracht, aber Villeneuve bleibt draußen. Villeneuve kann weiterfahren und Schumacher steht im Aus. Und somit wäre, wenn Villeneuve durchkäme, er der Weltmeister. Jetzt hängt Michael Schumacher da fest. Kollision der beiden Rivalen. Wird er da angeschoben? Frage ist Villeneuves Auto okay? Frenzen direkt hinter Jacques Villeneuve. Aufregung, alle sind aufgesprungen. Das Ross Brawn, vorher Patrick Head. Und Michael Schumachers Rennen ist beendet. Michael Schumacher ist ausgeschieden. Somit muss Villeneuve jetzt von Platz 1 bis Platz 6 ins Ziel kommen. Dann ist er der Formel 1 Weltmeister 1997. Marc, kannst du etwas erkennen? Wie liegt das Auto? Sieht alles gerade aus? Hier die Wiederholung dieser Situation. Der Angriff von Chuck und Michael zieht zu, fährt ihm In die Seite, eindeutig. Also nicht ein Radkontakt, die richtig, Aufhängungen. Die einzige Gefahr ist, dass ein Kühler beschädigt worden wäre und Hill fällt aus.